Ja, hallo erstmal. 5.12 Uhr, die Nachrichten. Schwerin. Bagdad ist in Schwerin, jedenfalls immer dienstags ab 15 Uhr in der Keplerstraße. Dieses Bagdad ist eine mobile Backstube, nicht zu verwechseln mit der Hauptstadt vom Iran. Ja, und auch nicht so gefährlich. Schwerin. Aus für die Schweriner Kfz-Teststrecke für Stoßdämpfer und Federn. Die Schelfstraße hält eine komplette Asphaltoberfläche. Los geht's schon im Frühsommer. Nach dem milden Winter, der kaum Schlaglöcher auf den Straßen hinterlassen hat, ist das jetzt der zweite Rückschlag für die Autowerkstätten. Das Wetter. Ach, guck doch selber aus dem Fenster. So, das war's für heute. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst.